God. Rooted as a tree. Rooted as a tree. We are here. We are here. Sitting strong. Sitting strong. In our rightful place. In our rightful place. Wenn es keinen Protest gibt, dann sind die Rechte, die wir erkämpft haben, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, diese Rechte werden immer weiter eingeschränkt. Wir haben es auch jetzt gesehen in der Kohlekommission, das war ja keine demokratische Institution. Ja, und da werden dann Konzerninteressen verteidigt und es wird versucht, es als Konsens zu verkaufen. Und in Wahrheit machen sie weiter unsere Zukunft kaputt. Wir gehen in die Grube, wir leisten zivilen Ungehorsam. Wir machen das Ganze aber ruhig und besonnen. Von uns geht keine Aggression in irgendeine Richtung aus. Das ist sehr wichtig. Die Polizei und auch die RWE-MitarbeiterInnen sind nicht unsere GegnerInnen, sondern unser Ziel ist der Blockadepunkt. Wir gehen in die Grube, wir gehen auf die Gleise und stellen uns dort, wo die Klimakrise produziert wird, der Ungerechtigkeit in den Weg. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Sitzblockade gestalten können. Einige von euch haben schon angefangen, sich unterzuhaken. Das macht natürlich schwieriger für die Polizei zu räumen. Das kann dann aber auch schmerzhaft werden. Also überlegt euch selber ganz genau, wie wollt ihr mit der Situation umgehen. Also wir sind vorbereitet, wir haben in unseren Städten Aktionstraining gemacht, wir haben festes Schuhwerk, kohleresistente Klamotten dabei, Mundschutz gegen den Kohlestaub. Wir leisten ja nur passiven Widerstand. Solange wir uns nicht, also sobald die Polizei uns irgendwie hochnimmt und wir uns losreißen, ist es aktiver Widerstand. Aber solange wir das nicht tun, ist es gesetzmäßig noch nur leicht. Also geht noch. Ziviler Ungehorsam hat sich in der Geschichte immer wieder als legitimes Mittel erwiesen, um etwas zu verändern, um auch mehr Gerechtigkeit zu erreichen. Zum Beispiel beim Frauenwahlrecht wurde ja auch massiv ziviler Ungehorsam begangen. Und es ist meistens so, dass sich die zukünftigen Generationen auch oft darüber freuen, dass dieser zivile Ungehorsam begangen wurde. Was Gandhi gemacht hat damals, das war ja auch so der Inbegriff von zivilen Ungehorsam. Oder auch Rosa Parks mit dem Sitzenbleiben im Bus. Oder Martin Luther King, es gibt eigentlich relativ viele Beispiele für zivilen Ungehorsam, die vielleicht immer nicht so benannt werden. Klimaschütze ist kein Verbrechen! Klimaschütze ist kein Verbrechen! Klimaschütze ist kein Verbrechen! Bei Ende Gelände steht der Gesetzesübertritt ja nicht an erster Stelle, sondern an erster Stelle steht eine Unterbrechung der krassen Klimazerstörung, die einfach genau von diesem Punkt ausgeht. Hier im Rheinland, das ist Europas größter CO2-Produzent, hier werden tagtäglich krasse Emissionen in die Atmosphäre geblasen. Es geht in erster Linie darum, diese Praxis zu unterbrechen. Dass wir dazu bestimmte Gesetze, bestimmte Regeln übertreten müssen, ist schade, aber zeigt, dass es nicht von alleine verändern wird. Also man muss immer damit rechnen, dass es rechtliche Konsequenzen geben kann. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, steht dann auch nochmal auf einem anderen Papier. Also es ist nicht so, dass es mir unbedingt immer Spaß macht. Ich fände es schöner, wenn wir es nicht machen müssten. Ich glaube, es geht vielen so, weil es natürlich nicht immer angenehm ist, weil man auch Repressionen abbekommt, weil man auch Polizeigewalt zu spüren bekommt, weil man auch Anzeigen bekommen kann. Stopp! 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 Ihr wollt sie plündern und zerstören. Wir stehen zusammen, leisten Widerstand. Wir stehen zusammen, nicht allein.
Wir sind natürlich alle friedlich, wollen auch die Polizei nicht provozieren. Es gibt ja auch das neue Polizeigesetz in NRW. Das heißt, jeder Scheiß kann dir eigentlich als Waffe ausgelegt werden. Und dann musst du halt erstmal deinen Rucksack gründlich durchsuchen. Du darfst zum Beispiel nicht mal einen Stift dabei haben, was halt ein Problem darstellt. Letztes Jahr war der heißeste Sommer seit den Wetteraufzeichnungen. Es gab Waldsterben, es gab großes Fischsterben, es sterben auch Leute an der großen Hitze. Und das wird halt keine Ausnahme bleiben, sondern wir bewegen uns halt immer weiter darauf zu. Wenn wir jetzt nichts tun, wer soll was tun? Also wir sehen halt, dass die Politik untätig ist. Und deswegen müssen wir eigentlich zu so radikalen Mitteln greifen. Radikal heißt ja in dem Sinne auch nicht, dass es was Schlechtes ist, sondern radikal bedeutet eigentlich, kommt von dem gleichen Wort wie Radieschen, also das heißt Wurzel, kommt vom lateinischen Wort Radix und das heißt, dass wir an die Wurzel des Problems gehen wollen. Und ein ganz zentrales Problem in unserem fossilen Kapitalismus sind halt diese fossilen Energieträger, die die Klimakrise anheizen. Ende Gelände, auf geht's, ab geht's, Ende Gelände, auf geht's, ab geht's, Ende Gelände. Auf geht's, ab geht's, Ende Gelände! Auf geht's, ab geht's, Ende Gelände! Ja, ich denke, es reicht aber. Also seien Sie bitte mal ruhig, hören Sie mir bitte mal gerade zu. Sie haben von uns die Auflage erhalten, die Gleisanlagen in meine Richtung, nach rechts weg, in Richtung Feld zu verlassen. Ich bitte Sie jetzt, diesem Folge zu leisten. 20.17 Uhr, Durchsage, Ende. Gesehen in den letzten Jahren, dass die Polizei teilweise sehr unverhältnismäßig vorgeht, dass sie ziemlich krasse Sachen machen, also auch Schlagstöcke einsetzen oder Pfefferspray. Und es ist natürlich einfach sehr unverhältnismäßig und man muss sich natürlich schon fragen, wir müssen uns verprügeln lassen dafür, dass wir uns für die Zukunft für alle, von allen eigentlich einsetzen.